interesting class of heifers here. Not an easy winter for me. They vary in age by 5 months, which makes it interesting. And that is the difference in age between these first two heifers, the black one and second being the youngest in the class. And she has that advantage to get her into second place. Just not the power, the strength, and the development to get into that first spot today. Just too much heifer in this first heifer. The heifer in first is so much longer, so much stronger and wider all the way through. But I really like this heifer in second. As I said, she is the youngest in the class by 5 months. She has an advantage over the red heifer in third through her leg. She gives me more flexibility to her hock when she's on the move, and she's quite a bit cleaner down through her leg and more correct in her foot structure today over this stylish red heifer in third. The heifer in third uses that style to her advantage. She's more upstanding when you see these two heifers in the move. She's got just a little more style throughout than this black heifer following her in fourth. The heifer in fourth over the heifer in fifth, she has an advantage in strength today. She's wider in her chest, she's wider through her pins today, and just shows me more depth of heart and strength throughout over this real dairy heifer following in fifth. Real nice class, congratulations. Dies war eine sehr schwierige Klasse zu richten aufgrund des großen Altersunterschiedes von 5 Monaten, was wirklich sehr viel bedeutet. Die ersten beiden, zwei hervorragende Tiere. Die Zweitplatzierte ist die jüngste im Schauring. Die Erstplatzierte über der Zweiten aufgrund ihrer Länge, ihrer Stärke im Körper. Es ist einfach eine sehr, sehr starke, sehr große Ferse. Zweite über der Drittplatzierten aufgrund ihres korrekten Fundamentes. Sie bewegt sich sehr gut auf ihrem Bein, hat einen sehr guten Knochenbau, sehr trockene Knochen und vor allen Dingen auch trockene Sprunggelenke. Dritte vor der Viertplatzierten, die hat Vorzüge in der Vorhand, in ihrer Stärke und in ihrer Höhe der Vorhand. Sie ist besser in der Bewegung, zeigt heute einfach auch etwas mehr Ausstrahlung. Vierte vor der Fünftplatzierten, sie hat viel mehr Kraft und Stärke, Tiefe auch im Herz und in der Rippe und Breite im Becken und in der Brust.